Hallo und herzlich willkommen zurück zu Destiny 2. Ja, wir befinden uns immer noch auf Titan oder Titan, je nachdem wie man es ausspricht. Und können einmal nochmal gucken. Also wir haben drüben, hier gibt es noch einmal die normale Größe öffentliche Quest. Und dann gibt es hier noch die kleine, direkt auf dem Rig, Neu-Pazifik-Arkologie und dann die Hauptquest. Ich würde sagen, wir machen das Rig einfach mal. Ne, das ist immer ganz cool, da kriegt man immer ein paar Sachen noch mit bei. Ne, und gibt ganz gut XP. Boah, hier gar nicht lange schnacken, einfach Kopf in den Nacken ab dafür. So, Knarre ist auch durchgeladen, dann kann es auch gleich losgehen. Das ist ja das Schöne hier, man erreicht ja alles so richtig schön schnell, ne? Und die Grafik, wie gesagt, das sieht doch alles echt cool aus. Ne? Alles total flüssig und so weiter, das ist schon cool gemacht. So, weiter geht's. Mal gucken. Das Geile ist halt, ne, man hat ja wirklich Zeit, man kann hier erstmal durchspazieren, ne? Interessiert kein Schwein. Irgendwann kriege ich das auch noch mal raus, dass ich mir nicht die Haxen breche, wenn ich hier lang mit dem Fliegen hier. Okay. Ach, er war das, okay. Ach, da ist einer! Ich werde bekloppt. Ja, da, dann mal runter. Gut, mal sehen, was die von uns wollen. Meine Crew sagt, wir haben zwei Probleme. Hexen auf einem Turmdach, die Unfug machen, und genervte Gefallene. Wen bekämpfen wir? Erst die Gefallenen. Sie bauen mit Brennstoffzellen eine explosive Gegenmaßnahme für die Schar. Ganz schlampige Arbeit. Könnte gefährlich werden. Duck, 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 duck. Wieso hat denn der jetzt nichts getroppt? Das ist eine Sauerei. Da gibt es dann wieder Krimskrams, das ist doch schön. So, was haben wir dann noch? Da sind auch zwei. Er schreit nicht nur, er stirbt auch, das ist auch schön. Also vom Shooting-Gefühl, vom Waffenhandling her fühlt sich das wirklich cool an. Da gibt es echt nichts. Also das haben die wirklich gut gemacht. Ich meine, über die Politik von Activision kann man sich wirklich aufregen. Ne, da gibt es nichts. Und das auch zu Recht, finde ich. Ne? Also jetzt zu sagen, irgendwie nach, keine Ahnung, das Game ist gerade mal draußen und jetzt kommt schon der erste DLC für 30 Euro, ne? 4 Monate nach Release. Also das ist halt über einer Kanone, da brauchen wir keinen Schneid. Ne? Wir haben ihre Brennstoffzellen. Die jagen erstmal nichts in die Luft. Ich weiß, was sie vorhatten. Explosive Leitung, Zündhütchen. Ich schicke die Schar-Koordinaten. Genau, Koordinaten. Schar. Wenn wir das optimieren, das anpassen, das sollte funktionieren. Was sollte funktionieren? Nennen wir es den Schar-Disruptor. Disrupten wir die Schar. Warte mal, ich glaube, hier bin ich falsch. Ich glaube, ich muss oben hin. Also denke ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. Ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen. Hier geht das wieder raus. Mal gucken. Wieso ist hier eigentlich gerade keine Mucke? Den habe ich gerade mal so ein bisschen. Normalerweise ist immer der übelste Trash-Metal hinten dran. Ah ja, doch, jetzt haben sie das Schlagzeug wieder gefunden. Ja, man ist ein bisschen schneller, glaube ich, so. Hier wieder rein. Hier müssen, glaube ich, gerade wieder diese komischen Freaks rumlaufen, diese Halbgestörten. Nachladen, 3 Mumpeln im Rohr sind ein bisschen wenig.
Ach, hier sind wir. Okay, wo letztes Mal der Computer war. Alter, was schreit denn hier so rum? Es ist dunkel. Die Gefallenen wollten das wohl mit einer Kette verschließen. Netter Versuch, Leute. Aber ich glaube nicht, dass wir so die Scharf schlagen. Öffne die Tür. Bin mal gespannt, was hier rauskommt. Da brennt mir schon mal der Arsch weg. Das ist schon mal ziemlich scheiße. Hau ab hier. Ich stehe im Halbkreis, du nicht? Das ist das Schöne, kannst du mir verstehen bleiben mit dem Kram, das ist ja auch geil, ey. So, was haben wir denn da unten noch? Ach, hier sind wir wieder, okay. Auch kaputt. So, hier hinten? Ne, hier hinten ist nichts. So, da hinten müssen wir wieder hin. Wer bist du denn? Ja. Jetzt keiner mehr. Alter, wie sind das? Du Scheiße, ey. Oh, scheiß die Wand an. Kommt dann der ganze Horde angerannt, ey. Ich glaub's ja nicht. Der wusste gerade nicht ganz, was er machen sollte, glaube ich. Warte mal. Wir haben hier so ein super, super Knallergewehr. Ach, weil der noch nicht offen ist. Okay, 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 okay. Ja, mal gucken, was mal sehen, womit der schneller Schaden nimmt. Der kriegt auf jeden Fall so ganz gut an ins Gesicht. So, also wenn so ein Kritter reinkommt vom Scharfschützengewehr, der hämmert ganz gut. So, gut. Dann haben wir die Dicken weg, dann können wir wieder weiterlaufen. Aber die hauen echt ganz gut rein, ey. Diese Energiedinger. Holla, die Waldfee. Oh, noch wird nichts angezeigt. Ich soll irgendwelche Hexen finden. Ja, da kannst du ein Ritter sein, wie du willst. Wenn du neben deinem Bombenkollegen stehst, neben dem Abrisskommando, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Oder hat's den hat's gleich ganz weggesprengt. Das ist ja auch geil. Jo, der ist weg. Das ist ja auch krank, ey. Ach, da muss ich wirklich nach ganz oben, weil ich werd wahnsinnig. Nein, nicht abstürzen. Oben. Da muss eine Turmspitze sein. Die zentrale Plattform. Ach Gott. Ja, so können wir auch springen. So, dann. So, hier wieder rein. Dann einmal nach oben laufen. Genau, da war. Das Geile ist, da war ich ja überall schon mal. Das war ja die Anführungsquest hier hin, ne? Also, wir kennen den Weg ja schon. Wir sind ja schon ganz weit nach vorne. Eliminiere die Hexen, zerstöre das Projekt und stabilisiere das Rig. Oh, geht klar. So, jetzt nur nicht abstürzen. Oh, Alter. Dann mal hoch hier. So, wo sind die Hexen? Ja, komm, du schaffst das hier hoch. Ja, manchmal geht's. Also wie gesagt, mit diesem Doppelsprung bei dem Warlock hier, da haben die auch wirklich einen. Da war der Praktikant dran. Ganz fürchterlich. Beim Jäger super mit einem Doppelsprung, dieses Gleiten hier, mal geht's nicht. Zünde den Schadesruptor. Ach warte mal, da müssen wir irgendwas anmachen. Jo. Was macht ihr
da. Ich habe das Beben bis hierher gespürt. Stabilisieren, nicht versenken. Ja, hab ich doch. So, Nummer 2. Alter. Wo ist denn der letzte Kollege von denen? Ah, da ist er. Wo stand ich denn jetzt drin, dass hier hochgegangen ist? Da ist ja noch irgendwo einer. Die Hexe ist kaputt. Ach, da ist noch einer, so ein kleiner Scheißer hier. Ich glaub's aber nicht. Auf hier. Ja, du haust auch ab. Ich glaube, die sind jetzt gerade irgendwie ein bisschen sauer, dass ihre Mädels kaputt geknallt sind. Das war's, ne? Wellen jetzt noch, okay. Alter, jetzt! Da steht auch hinter seinem Schild, okay, deswegen Ritter. Noch 50%, also diesmal haben wir glaube ich schon mehr. Sehr schön, was haben wir denn noch da hinten? Ist noch was? Die können wir ja mal glatt machen. Wunderbar. Ach, das war schon. Das war der letzte. Mal gucken, kommt noch irgendwo. Oh, da kommt irgendwas Dickes. Ja, wir leben. Ne, das ist ja der Vorteil. Hier kannst du nicht einigermaßen hoch rein in den Kram. Könntest aber eigentlich mal langsam sterben, ey. Lad das Ding nach! Wir haben sie schon. Alter Schwede, ey. Wie schwer ist der Schaden? Minimal. Nichts, was deine Kuh nicht hinkriegen kann. Ja, das war doch hier alles. Pipifax. So aus wie neu. Ja. Aber immerhin haben wir den Resonator erwischt. Dann will ich euch mal glauben. Powerwaffe, ein Token, 750 irgendwas. Hier ist keine Kiste mit irgendwas total geilen. Schade eigentlich. Kinetikmunition voll. Ja, dann geht's mal gleich weiter mit der Story, wa? So, wo müssen wir hier hin? Wo sind wir denn hier überhaupt? Warte mal. Alter, Marsch der Welt. Nee, da porte ich mich zurück. Das geht dann wesentlich schneller. Okay, also porten wir uns einmal zurück und dann machen wir die Storyline weiter. Ach so, einmal halten. Das ist ganz cool gemacht mit dem Zurückporten. So, und dann geht's hier mal weiter mit der Rotschlacht. Ne? Mal gucken, wo die uns hinführt. Mal sehen, was da als nächstes kommt. So, mal gucken. Also erstmal müssen wir wohin laufen. Holiday konnte eine ungewöhnliche Menge an Elektrizität feststellen, die in die Arkologie geleitet wird. Yep, so viel Strom kann nur eins bedeuten. Ein Prozessornetzwerk. Und zwar starke Prozessoren. Vielleicht stark genug, um dieses Kabalsignal zu entschlüsseln. Leider wissen wir nicht, wo sich dieses Netzwerk befinden könnte. Du musst also auf die Suche gehen. Und zwar möglichst unbemerkt. Die Einnahme des Netzwerks könnte das Blatt im Krieg gegen die Rotlegion zu unseren Gunsten wenden. Doch ohne es. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
Uah! Warte mal, da hinten ist irgendwas Dickes. Was? Na komm. Attacke! Ich finde das mit dem Scharfschützengewehr echt ganz cool, wenn du da kritische Treffer hast, das ist echt irre, wie viel Schaden du da machst halt. Und das ist ja fast alles One-Shot dann. Außer du hast halt da wirklich irgend so einen, keine Ahnung, einen super-duper Bösewicht des Verderbens oder sowas. Scheint ganz so, als wollten die Gefallenen durch diese Platten brechen. Ja, doch mal durch da. Ach, guck mal. Oh, schick hier. Ich verjach den. Hört sich so an, als wäre das Betriebssystem der Arkologie wieder online. Ich wusste es. Du musst dein Betriebssystem Zugangsterminal finden. So kannst du das Prozessornetzwerk finden. Mach mal. Oh, schick aus hier. Viele Viecher rennen hier auch nicht rum. Och Gott, das ist doch schön. Das ist so besinnlich hier. Oh, schönes Wetter, alles grün. Und man kann sogar durchfliegen. Da drüben, schwere eines der Zugangsterminals, nach denen wir suchen. Hä? Ist das Ding hier los? Ah ja, okay. Das Prozessornetzwerk ist tief unten in den Wartungsetagen. Ja, dann mach runter, da. Ist es das, wonach wir suchen? Bingo, das ist es. Okay, ich hab den Standort. Lass uns einen Weg nach unten finden. Machen wir. So, da runter. Schwanze. Solange die alle vor mir sind, ist das alles gut, ey. Ich springe auch noch voll rein, ey. Also mit der Minimap da oben, das ist ganz cool, dass sie angezeigt wird, in welche Richtung die kommen. Weil manchmal wird das einfach zu unübersichtlich. So, wer ist er hier? Man muss da nur lange noch rumholzen, dann geht das auch alles kaputt. Ne? Oh, wir haben auch genug Munition, haben wir noch. Scheint ganz so, als hätte die Schar eine Abkürzung für uns gegraben. Lass uns in die Grube da drüben steigen. Wir sind jetzt definitiv in Schar-Territorium. Das ist ja auch schön. In der Tat, begrenzt den Funk auf ein Minimum. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Leibeigener, Alter, dann mach doch irgendwas, was ich dir sage und hör auf, mich anzusprechen. War Flugdachs hier. Nachher wieder durchladen. Ne? Manchmal geht das ja schneller, das alles so durchzuladen. Oder einfach nur die Waffe zu wechseln, als nachzuladen. Was haben wir da? Den brauche ich nicht. Oh, aber erstmal eine Bombe rein. Alle vom Meer.
Schulter oder sowas erwischt. Das war auch ein Headshot. Einer ist da noch, oder? Ach komm, egal. Was kostet die Welt? Knarre durchgeladen und rein da. Ich kenne sowas. Du gehst irgendwo runter, wo du nicht wieder raufkommst. Da kommt doch bestimmt gleich irgend so ein komisches Viech angerannt. Ach, ja. Wollen wir wetten? Cool hier mit diesem Heilkreis, das ist geil. Stehen bleiben, alles kaputt rocken. So, Knarre wieder durchladen. Wo muss ich da? Okay, da kann ich runterspringen. Sehr schön. Bewegt sich denn hier? Oh, egal. So. Alter Spiel, der hat mir auch ganz gut eingeschenkt, der Kollege, ey. So, darüber. Irgendwo hin? Ja, in den Tod, okay. Das wollen wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Das ist nur das, das ist nur das, das ist auch gut. So, warte mal. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Auf die andere Seite, das heißt hier irgendwo runterjumpen. Ah, okay, da unten. Dann mal wieder runter. Gut, so. Dafür ist das Gleiten wieder ganz cool, aber wie gesagt, mit diesem Doppelsprung. Das ist irgendwas nicht. Das gefällt mir, wie gesagt, das finde ich echt besser beim anderen. Ja, mal sehen, was hier jetzt kommt. Alter, ist das alles düster hier. Wie gesagt, das ist Doom hoch 3. Lampe? Ist ja sowas, ey. Gott, da brauchst du mir eine Windel, um sicher durch den Abend zu kommen hier. Da runter oder was? Na, er sagt ja einfach in die Richtung, also kannst du ja nur da lang gehen. Na gut. Ach, ich bin da gleich ganz runtergefallen. Okay, das waren nur drei davon. Ach, in die Richtung muss ich gar nicht. Okay. Ach, hier rein! Oh, guck mal, die haben sogar Schmetterlinge hier unten. Das ist das nicht schön. Komm ich da irgendwie rüber? Ach nee, da ist sowieso zu. Okay, von hinten kann nichts kommen. Wartungstunnel, ey. Da kommst du dir vor, wie so eine Mischung zwischen Doom und Alien, ey. Würde mich nicht wundern, wenn da gleich auch noch so ein komisches Vieh angerannt kommt. Cool. Prozessor aufheben. Machen wir das nochmal. Jetzt? Prozessornetzwerk getrennt. Na, oh, Scheiße. Alarm hat die Schar ganz bestimmt gehört. Weg. Bewegung, Hüter. Wir haben den Prozessor, aber die gesamte Schar hat uns jetzt auf dem Radar. Und bis zur Oberfläche ist es weit. Sie werden es nicht daraus schaffen, okay. Commander. Panzer! Hüter, schaffst du es zum Zentrum der Arkologie? Es sollte uns möglich sein, jemanden zu schicken, der dich abholt. Holiday! Ja, bin schon dabei. So, was habe ich denn hier überhaupt? Kann ich ballern? Nee, schießen kann ich nicht.
Egal, einfach durch, einfach rüber. Komm, scheißegal. Gib alles! Die Straße führt zur Mitte der Arkologie. Wir brauchen einen Ausweg, sobald wir dort sind. Schnall mich gerade an und dann fliege ich los. Werd sofort da sein. Kann ich das einfach alle überfahren? Aber ich habe irgendwie keinen Fuß oder sowas, wie das aussieht. Flieg schnell. Flieg sicher. Yes, Sir. Nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Alter, komm, 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 komm! Ja, ja! Oh, Alter, Verwalter, Alter. Das ging ja gerade noch, ey. Du, ich wäre hier, glaube ich, auch mit der Knarre durchgelaufen. Ich hätte mal wenigstens mal was zu tun gehabt hier. Karre auch bei dem Arsch, dass wenn das so weitergeht. Oh, Scheiße. Nicht springen drücken. Also, Kinders, ne, wenn ihr in einem Panzer sitzt und ganz viele von diesen Viechern um euch rum sind, drückt nicht springen, dann steigt er aus. Ich habe eigentlich gerade nur geguckt, ob ich nicht noch wirklich irgendwo so einen kleinen Fuß oder sowas habe, aber das ist... Ah, so, geschafft. Ich hab dich, ah, die kommen auch nicht hinterher. Wir sehen uns am Ende der Straße. Boah, das war ja cool. Gute Arbeit, ihr beide. Dann wollen wir diesen Prozessor mal übernehmen und die Übertragungen entziffern. Jo, mach mal. Endlich sieht es wieder gut aus für uns. Relativ weit viel, das war echt heftig. Man nennt sie die Allmacht, das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers, Dominus Gaul. Gaul hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Nichts und niemand überlebt Gauls Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren. Irgendwie nicht so geil. Nee, die gucken auch alle ganz schön mit ihrer Bild. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht.
Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. So. Nessus neue Welt und Mission verfügbar. Das heißt, ich bin auf einem anderen Planeten. Diese Schiffe jetzt, werden sich nicht zum aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Nicht mehr heute. Aber war cool. Hat echt Spaß gemacht. Ne? Geile Mission gewesen, da unten drin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dann sage ich mal, bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.